Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute zu einem neuen Video mit mir und zwar möchte ich mit euch heute einen Pudding machen. Mein lieber Schwager hat mir berichtet, dass es bei ihm nicht funktioniert hat. Hallo von hier, ich möchte ihn des Besseren belehren und es ihm zeigen, dass es vielleicht doch geht. Mal schauen, ich habe es selber noch nicht probiert. Ich bin ja wie gesagt nicht so der Pudding-Fan, weil das ist komische Zeug, was es da im Supermarkt zu kaufen gibt. Überzeugt mich gar nicht, aber vielleicht klappt es mit meiner Maschine. So, fangen wir an. Als erstes müssen wir zwei Eier trennen. Die Zutaten tue ich euch unten in die Infobox reinschreiben, dann könnt ihr wieder nachlesen, wie das geht. Das Rezept habe ich aus der Rezeptwelt. So, also zwei Eier trennen, weil man muss das getrennt machen. Man macht zuerst den Eischnee und dann die restlichen Zutaten. So, jetzt brauche ich eine Schüssel für mein Eigelb. Habe ich natürlich nicht vorbereitet, hätte ich machen können, aber es geht ja ganz flott. So. Gut. Dann kommen diese zwei Eiweiß in den Mixtopf. Ich habe den Rühraufsatz eingesetzt. Dann kommt der Deckel drauf. Und das Ganze wird jetzt bei Stufe 4 2 Minuten zu Eischnee geschlagen. Stufe 4. Los geht's. So, dann schaue ich doch mal nach, wie das ausschaut. Und es muss sagen, es ist super geworden. Der Mixtopf muss natürlich vorher richtig trocken sein und natürlich auch fettfrei. Sonst gelingt das nicht so. Oder gar nicht, besser gesagt. Gut. Also. Den kratze ich jetzt aus. So grob, es muss nicht ganz alles raus sein, aber das meiste. So. Es ist echt eisig kalt draußen. Ich war gerade eine halbe Stunde spazieren und es war wirklich super, weil Sonne scheint. Aber jetzt mache ich doch was richtig Schönes Warmes. Gut, das stelle ich auf die Seite. Dann geht es weiter. Also den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Brauche ich 500 Gramm Milch. Ja. Gut. 500 Gramm Milch. Da hängt dann noch ein bisschen Ei, aber das ist jetzt falsch. Das tue ich einfach mit da rein. Das wird schon nicht so schlimm sein. Meine zwei Eigelb. Hätte ich eigentlich gleich umlassen können. So, dann 50 Gramm Zucker. Also man kann jetzt auch ein bisschen weniger nehmen, wenn man das nicht ganz so süß mag. Ich habe jetzt 45 Gramm Zucker genommen, 30 Gramm Stärke. Dazu stelle ich den jetzt da runter und schaue, dass ich die Stärke nicht so platsch reinmache, sondern schön verteile, damit sie nicht sich auf den Boden setzen kann oder dort hängen bleibt. Stelle ich meine Schale da drauf und entnehme jetzt und sehe genau, wie viel ich entnommen habe an der Minustaste. Oder am Minuszeichen besser gesagt. Jetzt habe ich 19 Gramm, 25, 30 sonst genau. Gut. Und eine halbe Vanilleschote. Ich habe die schon mal geteilt. Man muss schauen, dass die richtig schön weich und schlotzig noch sind, dann sind sie gut. Weil wenn die schon trocken sind, dann haben sie einfach kein Aroma mehr.
eine Prise Salz noch. Einfach frei Schnauze, wie immer. Wer mich regelmäßig anschaut, der weiß ja, dass es bei mir immer so ist. Gut, dann wird das aufgeschlitzt und ich kratze das Mark heraus. Das ist ein bisschen immer eklige Angelegenheit, wie ich finde, aber es lohnt sich. So, da hat man da das Vanillemark. Das gebe ich jetzt einfach da dazu. Das wird sich schon auflösen, denke ich mal. Jawohl. Und meine Vanilleschote, die ausgekratzte, schmeiße ich auch noch mit rein. Gut. Dann Deckel drauf. Aha. 7 Minuten 90 Grad, Stufe 3 Linkslauf. Stufe 3 Linkslauf. 90 Grad. Sieben Minuten. Ich habe mir wohl so ein paar Stichpunkte gemacht. Ja, und jetzt schauen wir mal. Los geht's. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausschaut. Oh ja. Er ist schon fester, aber natürlich nicht so fest wie die aus dem Supermarkt. Und jetzt tue ich das Ganze mit meinem Ei verrühren. Also er ist schon etwas flüssiger. Vielleicht einfach, wenn es einem wirklich zu flüssig ist, das nächste Mal weniger Milch nehmen. Ja, und natürlich, huch, Hilfe, die Vanilleschote entfernen. Die ist mir jetzt gerade entgegengekommen. Jetzt sieht man natürlich überall die leckeren schwarzen Punkte von dem Vanille. Meinen Eischnee. Soll man natürlich nicht zu fest rühren, sonst fällt er wieder in sich zusammen. Ja. Er schaut schon gut aus. So, dann muss ich natürlich dann die Geschmacksprobe machen. Ist natürlich nicht so fest, also ja, kann man es jetzt so sehen. Gut, also ich habe ihn jetzt verrührt und jetzt führe ich in eine Schüssel. In eine kleine Probierschüssel. Irgendwie einen Löffel. Man könnte das auch weglassen mit dem Eischnee, muss man nicht machen. Aber ich habe es mal so gemacht. Und jetzt probiere ich. Mensch, ist der gut. Sehr luftig. Aber natürlich durch den Eischnee. Ja, passt so. Ja, gut, jetzt schalten wir natürlich nochmal den Topf an. Also auf dem Messer, der Pudding ist relativ fest geworden. Leider ist mir etwas unten angebrannt, aber jetzt muss ich das mal abstecken. Aber es ist jetzt nicht sehr schlimm. Das ist bei Milchspeisen natürlich öfters mal der Fall, dass die anbrennen können.
Aber ist nicht schlimm, man kriegt das ganz leicht raus. Es ist ja bloß ein bisschen angehangen. So, jetzt. Die Schote schaut natürlich auch dementsprechend aus. Aber ich muss sagen, der ist schon fest geworden. Also, lieber Schwager, ich weiß nicht, was du falsch gemacht hast. Du musst einfach etwas üben. So, ihr Lieben. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß bei dem Video. Und macht es nach, es ist sehr lecker. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder zu einem neuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!